Freundin. Ich habe heute einen sehr anstrengenden, aber doch irgendwie schönen Tag gehabt. Heute Morgen war ich erstmal bei der Firma gewesen, wo Nicole arbeitet. Viel unterhalten konnte ich mich mit ihr nicht, war auch geschäftlich bedingt und ringsherum waren noch ihre Arbeitskollegen, da wollte ich sie nicht direkt darauf ansprechen, was wir am Samstag machen. Danach war ich im Europacenter im 16. Stock arbeiten, mehrere Stunden lang. Das war der Ausblick ist einfach unbeschreiblich. Man sieht ganz Berlin, man sieht vor allem den Westteil von Berlin, den Osten kann ich echt nicht leiden. Aber der Kudamm ist schon geil, auch wenn da jetzt ganz schön viel gebaut wird. Ich habe zwei Fotos gemacht, leider habe ich mein Fotoapparat nicht bei gehabt, sondern nur mein Handy. Toll sind sie nicht, aber man kann sie ein bisschen erahnen, wie es da aussieht. Da hätte ich gerne mein Büro, wirklich, da ist das Geld. Da wollte ich dir sagen, dass ich es wahrscheinlich nicht aushalten kann, mich wochenlang nicht zu melden. Ich habe schon einmal probiert, mich tagelang bei dir nicht zu melden und habe gehofft, dass du dich vorher mal bei mir meldest, hast du nicht getan. Ich werde jetzt ein paar Tage versuchen, die Füße stillzuhalten. Als ich dich vorhin angerufen habe, war es ein Versehen. Ich habe die Wahlwiederholung gedrückt in meinem Handy und ich lösche eigentlich alle Nummern raus, außer deine. Ich möchte irgendwie sehen, wann du dich gemeldet hast, wann du angerufen hast. Irgendwie interessieren mich die Daten. Das letzte ist jetzt von meinem Geburtstag gewesen. Ja, der Anrufer aus Versehen, die beiden SMS natürlich nicht. Jetzt probiere ich einfach mal ein paar Tage wirklich die Füße stillzuhalten, egal wie es mir geht, auch wenn ich dich jetzt mehr brauche als je zuvor. Ich werde es schon überstehen, ich werde mich nicht bei dir melden, aber bitte hab Verständnis dafür, dass ich es am Sonntag tun werde. Garantiert werde ich am Sonntag schreiben. Ich werde dir sagen, wie es gelaufen ist, was passiert ist. Und ich möchte mich dir einfach mitteilen. Als Freundin bist du mir der allerwichtigste Mensch in meinem Leben. Als Menschen sind mir deine Kinder wichtiger.